In iRacing geht es in die nächste Season und es kam neuer Content. BMW M4 GT4, der neue McLaren im Evo-Paket und das neue Spar. Und alles dazu findest du hier. Moinsen, Freunde der Sonne. Ich hatte heute mal wieder so einen weihnachtlichen Moment, denn ich habe die Augen aufgemacht, machte mein Instagram auf und mir schrieb halt jemand, Dizzy, der neue McLaren ist drin. Und auf den habe ich nämlich noch gewartet, denn der BMW M4 GT4 ist schon früher rausgekommen als der McLaren, weil iRacing musste sich da scheinbar nochmal das Okay holen von McLaren, damit sie den raushauen können. Und das neue Spar war auch da, aber ich wollte das alles in einem Ritt durchtesten und mir mal ansehen. Fangen wir mal bei Spar an. Spar ist Spar. Okay, also ich denke mal, da können wir uns jetzt drauf einigen, dass das eine fantastische Strecke ist. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, weil die ein oder andere Person, die hier des Öfteren zuguckt, weiß, dass ich nicht persönlich der größte Spar-Fan bin. Und jetzt ist die Empörung wieder groß. Aber trotzdem ist es natürlich eine schöne Strecke. Und die neue fährt sich wirklich sehr, sehr schön. Denn sie haben diese ganzen Ausritte nach außen, die es so gab, nach der Camel Straight beispielsweise, wurden sehr hart eingedünnt. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr durch die Kurven so viel Schwung nehmen. Und die Curbs sind jetzt auch ein bisschen anders. Es sind jetzt auch 3D-Curbs drin. Das heißt, die merkt man schon noch mal ordentlich im Lenkrad, als auch in den Bus-Shakern, falls du welche haben solltest. Und overall fühlt die Strecke sich jetzt sehr, sehr schön an. Was ich total interessant finde, ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Autos unterschiedliche Dinge zu spüren. Als ich zum Beispiel mit dem BMW gefahren bin, habe ich sehr viel mehr Unebenheiten gespürt als mit dem McLaren. Beispielsweise, wenn wir in Piff-Puff rausfahren zur Busstop-In, ist auf der Innenseite in der zweiten Kurve nochmal so eine Unebenheit, ja sehr eng so zum Apex hin. Die hat man mit dem McLaren nicht wirklich sehr doll gespürt. Aber mit dem BMW konnte man den doch sehr schön spüren. Und die Details der Strecke werden auch sehr schön wiedergegeben. Das heißt, du kannst im Lenkrad bzw. im Force Feedback schon spüren, was die Strecke dir sagen möchte. Und jetzt durch die 3D-Curbs natürlich auch noch mehr. Ich möchte extra dazu nochmal deklarieren, ich bin selber noch nie Spar gefahren. Das heißt, ich weiß nicht, wie es sich im realen Leben anfühlt. Ich kann immer nur darüber sprechen, was ich da drin fühle und ob ich das jetzt für gut oder für schlecht befinde, weil die Realität, weiß ich nicht, wie die abgebildet ist. Vielleicht irgendwann mal können wir da mal fahren und dann kann ich euch das genauer sagen. Kommen wir mal zum BMW M4 GT4. Ich bin ja vor kurzem mit meinem Kollegen Makun und dem fantastischen Team um Makun rum den 24-Stunden-Nürburgring gefahren mit dem BMW M4 und zwar mit dem alten noch. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, diese Büchse. Ich habe ja für mich über die Jahre festgestellt, dass auch langsame Autos sehr viel Spaß machen können und man nicht immer wie so ein Wani durch alles durchheben muss. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ist es ein bisschen entspannter, das zu fahren. Aber die Dinger super schnell zu fahren, ist dann doch gar nicht mehr so einfach, wie man sich das vorstellt. Und hier hatte ich nämlich den Fehler gemacht heute, dass ich erst den McLaren gefahren bin und dann den BMW. Und ich musste mich dann doch ein, zwei Runden dran gewöhnen, dass die Bremsen hier nicht ganz so hart sind wie in dem GT3s. Und bin dann auch schon das ein oder andere Mal so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und habe mir in der ersten Runde wahrhaftig 3 bis 4 Slowdowns reingezogen. Und das ist bei Spar übrigens auch neu, kleine Randnotiz. Wenn wir jetzt bei den Kurven etwas sehr weit rausfahren, gibt es sehr schnell Slowdowns. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass wir dann einen Cut kriegen oder so. Nee, jetzt gibt es schon Slowdowns. Mir ist das mit dem BMW das ein oder andere Mal passiert. Das habe ich natürlich nur für euch getestet, damit ich die Track Limits rausfinden kann. Auf jeden Fall fährt der BMW sich wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, der Motorsound hat sich ein bisschen verändert im Gegensatz zu dem alten. Im Vergleich, also der klingt jetzt nicht mehr ganz so hart wie ein Rasenmäher. Er klingt noch ein bisschen nach Rasenmäher, aber nicht mehr so viel und fährt sich wirklich sehr, sehr schön. Ich muss dazu sagen, so vom Gefühl her und vom Vergleich her fühlt er sich ein bisschen weicher an, aber das kann natürlich auch am Setup liegen. Logischerweise bin ich heute alles mit dem Standard-Setup gefahren. Ich habe da dran beim Testen nichts geändert, weil für mich sind die Testumgebungen immer gleich, alles Standard und raus auf die Strecke und auf Spar. Aber er fuhr sich sehr, sehr schön und ich konnte so in 2, 3, 4 Runden habe ich so mein Gefühl dafür entwickelt und bin schöne Runden gefahren und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man muss ein bisschen aufpassen dadurch, dass er sich jetzt natürlich ein bisschen aufschwemmt, wenn man Curbs mitnimmt,
dass er ein bisschen unruhig wird. Aber es ist alles im Rahmen des Händelbaren. Also es ist jetzt nicht so, dass auf einmal so bupp, der Arsch dir wegkommt und du dann rausfliegst. Also overall ist er wirklich sehr, sehr schön geworden und bringt sehr viel Fahrspaß. Wenn man jetzt Bock hat, GT4 zu fahren, ist das, denke ich, eine gute Alternative bzw. eine gute Adresse, die man mal ansteuern kann, wenn man da rein möchte. Kommen wir mal zum McLaren. Ich habe ja jetzt glücklicherweise das ein oder andere Mal die Möglichkeit bekommen, mir die Autos im realen Leben anzuhören. An der Rennstrecke, manche Autos auch schon von drinnen, währenddessen sie laufen. Das ist auch das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, dass sie den Sound von McLaren wirklich sehr gut getroffen haben. Von aus. Von innen habe ich den McLaren leider noch nie gehört, also kann ich das nicht ganz so zuordnen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das auch sehr nah an die Geschichte rankommt. Was mir bei McLaren sofort aufgefallen ist, und bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil ich weiß meistens nicht, was unter den Motorhauben drunter ist. Das heißt also, falls das jetzt falsch sein sollte, bitte schreibt das in die Kommentare rein. Ich bin nicht allwissend, es ist nur eine Vermutung. In dem Auto, irgendwas pfeift da drin. Und ich kenne Pfeifen meistens nur von Turbo, aber das hört sich irgendwie nicht wie ein Turbo an, was da drin pfeift. Aber das ist so ganz leicht im Hintergrund und die neuen Autos bringen das alle mit sich. Wenn mir irgendjemand mal sagen könnte, wo das herkommt und was das ist, weil ich vermute, dass der McLaren nicht wirklich mit Turbo fährt, also der ist nicht künstlich aufgepumpt, dann wäre das ganz schön. Was ich aber toll finde, ist, dass dieses Geräusch mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl gibt, als wenn ich Superantrieb fahre. Das ist immer so ganz leicht im Hintergrund, so ein bisschen. Und das Schöne ist, beim Schalten macht das auch noch einen Unterschied. Dann wird das nochmal kurz unterbrochen und dann kommt es wieder rein. Also overall wirklich vom Sounddesign her hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also auch ein bisschen besser getroffen als die Corvette, weil die Corvette klang von innen so ein bisschen ja sehr dünn. Das hatte ich euch ja damals erzählt, als sie rausgekommen ist. Und hier bei McLaren macht das wirklich Spaß. Der hat auch so diese typische Charakteristik von dem Auto. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein crunchiges Geräusch. Also es klingt jetzt nicht so, sondern es ist mehr so. Und das haben sie sehr schön abgebildet und macht einen sehr schlanken und schmalen Fuß. Kommen wir mal zum Fahren. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das wieder so ein Setup-Ding ist, ne? Aber das Ding hat Bremsen. Mein lieber Herr Gesangsverein, du hast dann wirklich das Gefühl, wenn du Camel Straight, als ich Camel Straight hochgefahren bin und angebremst habe, gefühlt konnte ich einen Meter, anderthalb später bremsen als mit all den anderen Autos. Das fühlte sich an, als hättest du so eine Tonne in den Anker hinten rausgeworfen und dann stand das Ding. Ich habe mich am Anfang so häufig verbremst, dass ich mir gedacht habe, Mensch, warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann habe ich zum Vergleich, bin ich nochmal mit dem Mercedes gefahren und die Bremse war dann doch ein bisschen anders. Es könnte natürlich sein, dass es bei mir da nicht, dass ich eine Weile nicht gefahren bin, also GT3s, aber Roni Schmidt hat der Bremsen. Also gerade wie gesagt, im Vergleich zum AMG, das Ding hat ganz schön gezogen. Und das Coole an der ganzen Sache ist, ich musste für mich gerade sparen nochmal, ja, so ein bisschen neu lernen und die Bremspunkte ein bisschen anpassen. Und es war auch sehr viel so mit Bremse schleifen lassen, also nicht wirklich mit sehr viel Bremse, sondern nur so ein Viertel, halb, Dreiviertel. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und was mich daran total begeistert hat, und das könnte auch wieder so ein Setup-Ding sein, das Ding lag wie ein Brett. Papp. Da ist nichts passiert. Der wurde nicht unruhig. Den konntest du natürlich durch die Curbs ein bisschen aushebeln, ne? Wenn du jetzt, weiß ich nicht, Camel Straight hochgefahren bist und hast den rechten Reifen ein bisschen neben das Curb gesetzt, wurde er ein bisschen unruhig. Aber war alles managebar, konntest du alles einfangen. Und auch die Kurve nach Camel Straight, die rechts, wenn wir runtergehen zu, französischer Name ist ein bisschen schwer, aber ihr wisst schon, was ich meine, wo wir rechts nach unten runterfahren. Da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wie die Kurve heißt. Da ist normalerweise so, dass man das Auto ein ganz kleines bisschen überfährt und dann kommt so der Hintern rum und dann zieht man sich so ein bisschen um die Kurve. Das hat er einfach fantastisch gemeistert. Und ich bin auch so mit dem Standard-Setup im Vergleich zu all den anderen Fahrzeugen, die ich sonst teste, in der Standardumgebung bin ich doch relativ schnell auf Rundenzeiten gekommen. Und das hat mich vielleicht ein, zwei Runden hat mich das gekostet. So vom Interieur her fand ich ihn persönlich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Von der Optik her war das wirklich sehr klassisch gehalten, sehr einfach gehalten. Da ist jetzt nicht groß irgendwie Pipapo dran. Und das hat mir sehr zugesagt. Was ich auch sehr schön finde, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich normal ist, bei den meisten Autos gehen ja die RPM, also die Drehzahlmesser, die geht ja so nach oben und dann fängt er irgendwann an, in einer Farbe zu flashen.
Bei denen ist es so, der flasht blau und rot zusammen, was ich optisch sehr ansprechend finde, aber das ist nur so ein ganz kleines Detail. An der Stelle möchte ich euch noch mal ganz kurz auf eine kleine Sache hinweisen. Man kann ja die Drehzahl einstellen in SimHub, dass deine ganzen Geräte, die du außerhalb von iRacing benutzt oder von der Sim anfangen zu flashen, wenn du schalten musst. Da gibt es noch aktuell eine kleine Differenz. Also schaut euch da bitte mal um, wenn ihr den fahren solltet, dass ihr euch nicht auf das Gerät verlasst, weil das Auto selber durch das Flashen bzw. die Sequenz, die abgespielt wird auf den LEDs, ist unterschiedlich zu dem, was die Geräte außerhalb machen. Also da müsst ihr vielleicht nochmal euch ein bisschen reinlesen, wann die Schaltpunkte sind. Ich habe jetzt auf die Schnelle erstmal so nichts gefunden. Wenn wir davon ausgehen, dass es so wie in ACC ist, ist es irgendwo bei 7150, 250 oder so. Aber das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil dann können die Leute das nämlich gleich anpassen in ihrem SimHub. Und ich könnte das auch machen. Und overall muss ich sagen, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, das muss man natürlich immer erstmal wieder noch abwarten, wie da die Nerfs sind, weil meistens kommen die Autos ja doch sehr stark raus, ohne große Probleme oder Problematiken und werden dann über die Zeit ein bisschen angepasst von der Bob her. Aber so wie er jetzt gerade da ist, muss ich sagen, macht das Auto wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich sehe mich auch die alte Zwiebacksäge, so nennen wir das Gerät immer, wieder ein bisschen häufiger fahren, denn es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Es gab keine großen Komplikationen und es ging super einfach von der Hand. Habt ihr die beiden Autos schon getestet und Spaß? Was haltet ihr denn jetzt so von den Gerätschaften? Seid ihr schon gefahren und könnt mir sagen, ey, puh, irgendwie, weiß ich nicht, ist das nicht so bei mir angekommen? Meine Wahrnehmung war da ein bisschen anders. Lasst uns da gerne mal in die Kommentare gehen und darüber mal ein bisschen sprechen. Lasst sie gut gehen. Ciao. Kakao.